In dem heutigen Video zeigen wir euch, wie ihr die Vibration am iPhone systemweit deaktivieren könnt. Die bekannte Art und Weise, wie man die Vibration deaktiviert, ist unter den Einstellungen und dann unter Töne, bei Klingelton vibrieren und bei lautlos vibrieren deaktivieren. Doch möchte man die Vibration systemweit so deaktivieren, dass sie auf gar keinen Fall mehr vorkommt, muss man zurück und man geht unter Allgemein. Geht nun unter Bedienungshilfen. Scrollt nun runter bis zum Punkt Vibration. Hier könnt ihr die Vibration nun systemweit deaktivieren. Tut ihr das, habt ihr sie deaktiviert. Bedenkt dabei, dass wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, die Vibrierfunktion des iPhones komplett deaktiviert ist. Das schließt auch Vibrationsalarm für zum Beispiel Erdbeben, Tsunamis und andere Notfallsituationen ein. Wir hoffen, das konnte euch weiterhelfen. Falls ihr keine weiteren Tipps und Tricks verpassen wollt, abonniert den Channel, geht auf unsere Homepage www.iphone-tricks.de oder download direkt unsere App. Wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao!